Okay, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Infinity und ihr seht schon, ich bin hier an einem ganz unbekannten Ort, den ihr so noch gar nicht kennt, beziehungsweise lange nicht gesehen habt. Also, ich war hier schon mal vor einer ganzen Weile dran und wollte eigentlich ja immer weitermachen, aber ich habe mich dann echt jedes Mal gedrückt und einfach nicht das Ganze hier mal gestartet. Und heute habe ich mir gedacht, komm, ich fange mal an und heb zumindest ein bisschen aus und das ging jetzt eigentlich auch sehr schnell durch meine schöne Schaufel, ne? Ja, und ich möchte hier Lukas Keller aufbauen. Ich weiß noch nicht, was ich genau hier reinbaue und wie groß ich das haben will. Deswegen werde ich jetzt erstmal nicht allzu viel hier wegreißen. Aber das ein oder andere kann man ja mal machen hier noch am Anfang der Folge. Und dann gehen wir auch gleich über zu den Dingen, die ich noch so gemacht habe. Also das mache ich dann später mal im Stream weiter, dass ich mir so ein bisschen was überlege. Denn jetzt in der Folge spontan zu gucken, ist natürlich auch nicht ganz so geil, wenn ich jetzt kein Thema habe speziell. Beziehungsweise ich habe ja noch ein paar bessere Sachen zu zeigen. Und zwar habe ich hier hinten was Neues gebaut. Ja, was könnte das sein? Also man kann ja mal so ein bisschen raten. Es hat auf jeden Fall was mit Tieren zu tun. Es passt halt hier thematisch einfach an die Stelle. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Und zwar habe ich hier tatsächlich einen Manticore gezüchtet, der jetzt sogar schon relativ groß geworden ist. Das ging aber schnell, denn gerade war er noch so richtig klein. Letzte Folge habe ich ja gegen einen ausgewachsenen Manticore im Twilight Forest gekämpft und dieses Ei bekommen. Und das habe ich jetzt genutzt und hier ausgebrütet. Finde ich ziemlich cool, dass es einfach so funktioniert. Ich dachte irgendwie, dass es viel, viel schwieriger wird, aber es hat jetzt einfach geklappt. Und mal sehen, wie es dann ist, wenn er ausgewachsen ist. Aber eine Sache würde ich nochmal machen. Und zwar habe ich das hier relativ klein gehalten. Das würde ich nochmal ändern. Denn ich habe Angst, dass der da irgendwie erstickt, wenn er später ausgewachsen ist und nicht mal reinpasst, ne? Das wollen wir natürlich vermeiden, deswegen ziehe ich jetzt hier noch eine Ebene erst rüber und baue dann die untere ab. Oh, Alter, da müssen wir aber auch echt mal in einem Durchgang am besten alles craften, was ich brauche und nicht immer fünfmal hier anfangen. Naja, egal. Wir ziehen das einfach mal durch jetzt hier. Unten baue ich dann entsprechend Zäune hin, wie ich es angefangen habe vom Design her. Ich denke mal, dann sieht es auch noch etwas besser aus als jetzt, denn es sah jetzt noch nicht so Premium aus, um ehrlich zu sein. Ich baue auch nochmal hier den Baum ab. Ich brauche sowieso noch ein bisschen Holz aktuell für die verschiedensten Bauprojekte, kann man sagen. Also wirklich an allen Ecken und Enden fehlt es mir irgendwie, was das angeht. Und das sollte schon mal etwas mehr wieder werden in meinen Vorräten. Ich habe jetzt auch ein bisschen was noch abgegeben an Shandy zum Beispiel, wie ihr ja auch letzte Folge gesehen hattet. Er war zwar nochmal da, aber ich habe gar nicht mehr gesehen, wo er gebaut hat etc. Also angeblich hat er schon ein Grundstück, zumindest hat sich so angehört. Er hat nämlich schon bei Discord und so ein bisschen geschrieben und wir haben auch schon drüber geredet. Eigentlich dachte ich, er ist ja schon irgendwo sesshaft geworden. Aber ich habe es nicht gesehen. Vielleicht ist es weiter weg gewesen, das kann sein. In der näheren Umgebung habe ich alles abgesucht und da war halt nichts. Deswegen muss ich da nochmal ihn fragen, wo das genau ist. Denn er hat auch gesagt, er ist jetzt schon ziemlich weit gekommen, hat schon Lootbags geöffnet, etliche, und da hat er schon genug Enderportalrahmen zusammen, dass wir sogar unser Endportal da selber zusammenbauen können. Wir wollen nämlich dem nächsten Endevent endlich mal machen. Das habe ich ja schon länger geplant, also ich habe da schon öfter mal nachgefragt, wann andere Spieler Zeit haben, und es hat sich also nicht ergeben. Jedoch könnte es jetzt bald sogar schon der Fall sein, und ich hoffe mal, dass es nicht mehr allzu lange sich hinzieht. Denn so ein Endevent wäre schon mal nötig, ne? Wie ich letzte Folge ja auch kurz angerissen hatte. Wir wollen das natürlich nicht erst nach 5 Jahren oder so machen. Das wäre ein bisschen übertrieben. Ja, und deswegen versuche ich, das jetzt einfach durchzuziehen, dass wir hier ein ganz cooles Ding haben und dann auch endlich mal das End erkunden können. Denn es ist ja kein Zustand mehr, wie wir hier nicht mal an Elytras und so weiter kommen. Beziehungsweise Schalkerboxen und so. Ja, ich meine, gut, wir haben die Rucksäcke, da braucht man keine Schalkerboxen dringend. Aber trotzdem, Elytras und so wären schon mal cool, muss ich sagen. Gerade wenn man hier so eine große Welt mittlerweile aufbaut und dann wirklich schnell von A nach B auch mal kommen will. Vor allem, wenn ich jetzt mal in meine Base muss und so, das kann halt nicht mehr alles laufen, finde ich. Also, da bin ich jetzt auch in letzter Zeit schon öfter mal in den Creative gegangen, weil mir diese Laufwege einfach zu viel wurden. Gerade wenn man mal was vergessen hat oder so und nochmal zurück muss, das ist schon extrem anstrengend. Und mit einer Elytra könnte man das ziemlich cool machen. Sicher muss ich dann auch gucken, wie ich die reparieren kann etc. Gut, das geht aber hier noch mit Leder, gell? Ich glaube in der 1.12, ja doch, da war das so. Das ist halt geil. Da kann ich die einfach ganz easy hier reparieren immer wieder. Und ja, hab dann ein gutes Fortbewegungsmittel, muss ich sagen. Und ich brauche dann halt noch ein bisschen Raketen. Die werde ich mir aber schon besorgen. Allzu schwer sollte das nicht sein. Und was wollte ich jetzt eigentlich holen? Ich weiß gar nicht mehr. 8 Zäune waren es, genau. Da crafte ich mir einfach kurz welche. Ich habe ja alles dabei, was ich dafür brauche.
Auf jeden Fall heute mal wieder eine produktivere Folge, muss ich sagen. Finde ich ja auch mal ganz cool, weil ich gerade so einigermaßen im Spielfluss war und einige Ideen hatte vor der Folge. Und da dachte ich mir, ich mache jetzt hier einfach weiter. Ich muss ja nicht immer nur so Showfolgen machen. Vor allem kriegt man so auch die Zeit besser rum, muss man ja sagen. Gerade wenn man noch so ein paar Dinge anzusprechen hat, wie ich jetzt gerade, da geht das schon easy. Und ich hoffe mal, ich kann die nächsten Folgen das so beibehalten, dass man auch immer mal ein bisschen produktiv ist, aber auch Fortschritt natürlich weiterhin hat zwischen den Folgen. Das wäre wichtig. Und ich versuche einfach so ein paar Kleinigkeiten mal anzugehen. Also vielleicht Sachen, die jetzt nicht allzu lange brauchen in der Vorbereitung oder im Aufbau, die aber einfach trotzdem schon lange anstehen und mal gemacht werden müssen. Wie zum Beispiel jetzt hier mal diesen Weg ziehen oder sowas, ne? Einfach so Details oder wie man es auch immer nennen will. So, da holen wir uns nochmal ein bisschen Gras, dann packe ich das hier rein und dann haben wir auch einen 1A-Weg. Das hier mache ich dann noch später ordentlich, natürlich. Das wird jetzt hier für die Folge zu viel, denke ich mal. Denn ich will noch ein bisschen was anderes zeigen, beziehungsweise erklären, was ich vorhabe. Und zwar kommen wir dann mal hier hinten zu dem Gebiet. Rietze wünscht sich ja jetzt schon länger, dass Falk noch ein richtiges Haus kriegt, ne? Also er hat das schon an verschiedenen Tagen immer mal wieder gesagt und er lässt da quasi nicht locker. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich hier irgendwo ihm tatsächlich noch ein größeres Haus hinstelle. Ich weiß aber noch nicht wie und wann und vor allem woraus ich es bauen soll. Aber ich habe jetzt hier schon mal Platz geschaffen, eigentlich sollte er hier einen Wald hin, aber ich habe dann schon gemerkt, naja, vielleicht sieht das ein bisschen zu erzwungen doch aus, wenn hier plötzlich so ein Wald startet. Und deswegen dachte ich mir, da könnte man den Platz nochmal für so ein GS nutzen oder ja, sein Haus entsprechend dann. Ich weiß halt noch nicht, woraus ich es bauen werde zum Beispiel und so. Ich kann es auch nicht allzu groß bauen, weil hier der Berg ziemlich weit nach oben geht und den will ich auf jeden Fall nicht abreißen komplett. Also das ist klar, der wird schon hier stehen bleiben. Vor allem gehört er auch irgendwie dazu, genauso wie dieses Stück hier. Das ist so Kult, wenn man so will, ne? Das will ich zumindest in nächster Zeit noch stehen lassen. Man kann ja später drüber nachdenken, das nochmal wegzureißen, wenn man wirklich mal eine andere Idee hat, was da hin kann. Aber jetzt habe ich dafür keine bessere Anwendung gefunden und solange das so ist, da lassen wir das eben Natur belassen. Das ist ja eigentlich auch mal ganz schön, wenn man so ein bisschen Grün noch überall hat und nicht alles so vollgeklatscht ist. Werde ich vielleicht sowieso auch einplanen von vornherein, dass man an bestimmten Stellen einfach grün lässt, wie da hinten in unserem Wald. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache, dass man da so eine Art Park und Wald vermischt hat und das entsprechend auch dekorativ hier eingesetzt werden kann, genau. Ja, und dann gucken wir mal, was noch so passiert ist. Ich glaube, das war sogar an der Stelle, was ich gebaut habe zumindest. Aber ich kann ja nochmal schauen, ob ich vielleicht nicht doch Shantys Grundstück finde. Da fliegen wir eventuell nochmal weiter weg. Denn ich denke mal, er hat sich irgendwo versteckt und ich könnte es eventuell finden. Vielleicht hier auf der Fläche. Da hatte ich nämlich noch nicht geguckt. Aber es sieht nicht so unbedingt danach aus, oder? Rietz hatte, glaube ich, zumindest zu ihm mal gesagt, beiläufig, dass er auch hier bauen könnte, weil eben hier noch so viel Platz ist. Aber ich sehe jetzt hier zumindest auf den ersten Blick erstmal nichts. Da sollte ich dann nochmal in eine andere Richtung gucken oder eventuell es doch lieber aufgeben. Ja gut, aufgeben werde ich jetzt nicht komplett, aber zumindest für heute jetzt, ne, in dem Fall. Und sieht das überhaupt gut aus? Ich glaube nicht wirklich, ne. Ist halt erstmal nur zweckmäßig mit diesem komischen Dach, aber das kriegt man schon noch alles schön irgendwann. Ja, was nehme ich überhaupt als Thumbnail? Das können wir ja nochmal nebenbei schauen. Ich würde sagen, hier unten das wäre vielleicht ganz gut. Oder? Ich weiß es nicht. Nee, warte, mit dem Manticore, das wäre schon am besten. Dann machen wir mal hier was, ne? Während die Sonne so untergeht. Oh ja, das ist schön. Das machen wir so. Und dann zack. Bevor es zu dunkel wird, ne? Dann noch schön die Gelegenheit nutzen immer. Also diese Sonnenuntergangs-Thumbnails gefallen mir immer am besten, muss ich sagen. Das hat irgendwie jedes Mal was. Also das wird auch einfach nicht alt. Das geht immer. Ja, ist so ein Dauerbrenner und zeitlos. Genau. Und was machen wir jetzt noch diese Folge hier für den Rest? Ich glaube noch ein, zwei Minuten haben wir, wenn überhaupt. Ja, lohnt sich jetzt nicht mehr wirklich was anzufangen. Ich könnte natürlich noch mal schauen, ob ich was auf meiner To-Do-Liste zum Beispiel streichen kann. Das wäre eine Idee. Und generell muss ich mir auch ein paar Dinge mal vormerken, die jetzt vielleicht noch dazugekommen sind. Wie zum Beispiel Falks zweites Haus. Beziehungsweise es wird ja dann sein Haupthaus und das hier wird sein Schuppen nur. Oder ich weiß auch nicht. Vielleicht baue ich auch einfach noch ein zweites, nicht ganz so großes Haus. Dann hat er eben einfach zwei normale Häuser. Das kann man ja auch so sehen. So wie ich es ja auch manchmal in Projekten hatte,
dass man einfach so eine Siedlung, also eine Mini-Siedlung baut, ne? Nochmal für ihn. Ich kann natürlich jetzt nicht hier für jeden Spieler eine eigene Stadt bauen. Ich meine, das wäre dann schon ein bisschen krass, ne? Aber zumindest kann man auch mal über so ein Konzept an sich nachdenken. Wir haben natürlich ja trotzdem noch genug andere Sachen zu tun, wie ich sehe. Also das meiste davon ist noch nicht wirklich abgeschlossen. Manticore-Zucht brauche ich jetzt nicht mehr aufschreiben, weil das haben wir jetzt fertig. Also, na gut, was heißt fertig, ne? Aber ja, gut, die Anbindungen zu Kleinigkeiten, da schreibe ich mir jetzt nicht alles auf. Also so ein paar Verschönerungsaufgaben in der Stadt und so werde ich jetzt hier nicht extra nennen. Ich mache mir nochmal offscreen Gedanken darüber, würde ich sagen. Dann kommen wir später hier drauf zurück. Auf jeden Fall wird mir da, denke ich, einiges noch einfallen, denn das Projekt hat schon viele Möglichkeiten. Zum Beispiel auch Shandys Grundstück. Falls er jetzt hier nicht irgendwo spielt, dann muss ich das auch aufbauen noch. Aber zunächst schreibe ich mir mal Falks Haupthaus noch auf, wie wir es abgemacht hatten. Und dann war es das auch jetzt an der Stelle mit der Folge. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.